Ach. So eine bist du also, hä? Kommt ja einfach mit Roserade raus. Weißt du was? Grüße dir. Das wird nicht so viel Schaden machen. Jetzt nutze ich nämlich jetzt die Gelegenheit, weil du so dumm warst und rauszuwechseln, meine Pokémon zu heilen. Du musst mich jetzt ein bisschen da im Blättertanz gefangen, ne? Und Gracie, der bekommt nicht so viel Schaden davon. Du bist ein Pflanzen- und Flugtyp. Nee, 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 nee. Da habe ich sie ausgetrickst. Ich dachte, sie wäre schlauer als ich. Ja, da freust du dich, was Chicken. Ja. Das tut mir jetzt aber weh. Da hat sie mich jetzt ausgetrickst. Geil, du hast den Blättertanz gut abgefangen, Gracie dir. Was wird dir einheizen? Und da ist es wieder. Nach dem Monster. Hast du irgendwas gegen mein Tornado? Ich bleib einfach mal drin, ne? Eiskalt. Bei der Macht des Feuers! Spot! Zünd an! Das reicht nicht. Alter, das hat aber viel Schaden. Das wäre mir nicht gefallen. Und sie hat noch einen. Das sag mal, was soll denn das? Fange langsam an, einen Hass gegen dieses Porygon Z zu entwickeln. Wie sind eigentlich deine Werte im Vergleich? Das ist 200, eine Verteidigung und 150. Cool. Greift mehr speziell an. 150 speziell? Das ist weniger. Ich kann nur gerade nicht zu anderen reinschicken. Das ist doch doof. Mach einen Volltreffer am besten. Porygon Z, ne? Es kommt jetzt noch ein Trank. Das bin ich da ein bisschen übertrieben. Na gut. Ja. Aber niemand ist. Nichts ist so episch gewesen wie der Ausdauerkampf zwischen Malu und Vasicentox, wenn man das mal Ragnarok. Oh, wirklich tanken vom Feinsten. Galagladi! Meine beiden Pokémon mit Flugattacken sind gerade K.O. Galagladi. Schneeflöppchen, Weißröckchen. Wann kommst du, geschneit? Jetzt kommt es geschneit. Wobei, Rappi hat mir vorhin gesagt, bei ihm schneit es.
Okay, Psycho auf Geist ist nur neutral. Schön zu wissen. Sehr schön! Schneeflocken regieren die Welt! Episch beendet mit Giratina! Letztes Mal war ja Kiesel, ne? Kielstealer. Und jetzt ist es einfach nur Schneeflockenwelt. Ja, du wurdest besiegt. Ich kann schon sagen, du wurdest defeated. Ja, Denglisch, WTF. Ja, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Ab in die Ruhm ist halt hier zum zweiten Mal. Hey, Ching, willst du ein paar Tipps, bevor du gegen den Champ kämpfst? Ach, warte, du hast ja schon gekämpft, zum zweiten Mal. Verdammt, ich bin schon wieder zu spät. Ja, Brandon, hältst du mit dir mal schneller, ne? Kommst du mal zu spät, du bist schon fast wie Kakashi. Ja, bringt mich schon in den Abschlussraum, wir kennen das ja alles. Verzieh dich, Brandon, nur ich darf da rein mit Cynthia. Echt mal. Will sich jetzt Zugang verschaffen zum Liges Hallen Ruhmes Raum. Ohne vorher den Champ besiegt zu haben. Voll fies. Und auch Cheating. Saving! Giratina! Du hast den Tag gerettet! Aurora! Du bist auch eine sehr große Hilfe! Nicht zu vergessen mein Brathähnchen! Gracie, die das alles nur weggerockt hat am Anfang. Spot hat auch irgendwas getan. Und Newton war auch große Klasse. Das ist doch auch... Klingt das eigentlich fies zu Spot, wenn ich sage, ja, Spot hat auch was getan. Von 300 Stunden, Alter. Ja, das Training, ne? Eigentlich kann ich ja die Credits überspringen, komm. Bringen wir sie. Drücke A, aber es passiert nichts. B, auch nichts. Select, Start. Ich könnte natürlich jetzt, ne? Steuerung R. Okay, dann gucken wir uns halt die Credits nochmal an. Ah. Ich hab kein Tee mehr. Jetzt kann ich nicht mal die Gelegenheit nutzen, mir was zu trinken. Hab ich wenigstens noch Wasser? Ja, wenigstens etwas. Wenigstens etwas. Ja, live. Ganz live. Halb live. Für mich ist es live, für euch ist es aufgezeichnet. Schütte schicken sich jetzt Wasser ein. Ha. Ha. Das Gracie Dia gewesen! Okay. Irgendeine Sonnenfinsternis verpasst? Ja, mit Sicherheit. Sag mal, Chicken, wieso speedest du eigentlich nicht die Credits ein bisschen ab? Ist ja nicht so, dass du eine Speed-Taste. Ja, ich muss ja die Gelegenheit nutzen für Tee. Tee! Wildfrucht-Tee-Getränk. Heiß oder kalt? Ja, heiß schmeckt es eher besser. Warm, nicht gern zu heiß. Da verbrennt man ja die Zunge. 8 Liter, wie viel ist da eigentlich noch drin? Weniger als die Hälfte. Verdammt, jetzt kann ich nicht den Witz bringen mit dem halb voll und halb leer. Was eigentlich das gleiche ist, aber hey. Was soll's? Auch das kommt nochmal in die Credits rein. Knacklion ist das Wichtigste. Hm.
So ein Metalllöffel ist eigentlich auch ziemlich unhandlich, um heißen Tee umzurühren. Das erhitzt sich doch sowieso nur. Dann brennt man sich die Zunge, wenn man nicht ableckt. Die Überreste. The end. Stimmt gar nicht. Lüge, das ist noch nicht das Ende. Das ist der Beginn. Noch vieler weiterer Erkundungs... Wir haben ja jetzt Kraxla und wir haben den Champ besiegt, also dürfen wir jetzt offiziell außerhalb des Kampfes Kraxla benutzen, was ich irgendwie seltsam finde. Wir haben, ist ja nicht so, als hätten wir die Welt gerettet, ne? Eigentlich hat das ja Rayquaza getan, aber ich finde es trotzdem irgendwie unlogisch, dass man erst das zweite Mal Liga besiegen muss, bevor man Kraxla benutzen darf. Na egal, drücken wir einfach weiter. Haha, aber das überspringe ich. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Boah, wie spät ist es eigentlich gerade? Ja, ihr habt richtig gesehen, der Minutenzeiger hat sich gerade da bewegt. Ich hab ein bisschen Dinge vollbracht. Ich bin wieder zu Hause! Ja, ich bin sehr müde. Eigentlich gerade mein Verspottungs-Pokémon. Bist du zufällig gerade in der Nähe? Ne, ganz weit weg. Egal, wir werden jetzt erstmal zum irgendeinem Poké-Center düsen. Wir haben immer noch Sonnenaufgang. Nein. Ich möchte mal was ausprobieren. Ich habe mal vor ein paar Wochen geguckt, was es so für zeitbasierende Events gibt. Mich eigentlich unmöglich schienen, weil wegen interner Batterie, aber dieses Problem habe ich ja Probe in Anführungszeichen. Und östlich hiervon soll Wunderland sein? Bei Sonnen- und Sonnenaufgang und Sonnenuntergang? Ja, Wunder Island. Come on, I can see Merge Island today! Ja, und da ich selber da noch nie war, gehen wir da jetzt einfach mal kurz hin. Gucken, was es da so gibt. Also in den regulären Editionen. Was da das mal kommt, Alter. Das ist so ein Island, richtig? Und ich weiß nicht, wie lange hier noch Sonnenaufgang ist. Hey, mein Timing ist super, ne? Gehen wir hier kurz. Oh mein Gott, Snowflake. Was sollen wir nur machen? Es ist ein sehr gefährliches Wingull! 23! Du hast keine Chance! Flieh! 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 Wir kommen auf dem verschneiten Wunder Island. Ist das das? Dieser komischen Beere, die Cheap Berry auch nur gibt. Den originalen Rubin, Sophia, Smaragd, Mitsu gibt es hier sowieso nur diese Beere und ist so im Gras. Hier so im Gras. Was würde mich jetzt mal interessieren? Christina! Knutsch! Ich habe keine Pokémon, aber warum ist es zu schwäch? Ja, Christina brauche ich nicht unbedingt. Das Knutsch-Pokémon. Vor allem Rosana mit dem längsten Ruf ever aller Pokémon. For me! Das ist doch gemein! Rea! Rea! Nein! Das muss ich mir jetzt fangen! Es tut mir leid! Es ist weiblich! Es ist ein Formeo! Rea! Rea! Das ist nicht. Egal, ich bin
Der Bienenäppel über dir, das sollte nicht so viel Schaden machen. Gute Nacht, Rea! Das ist doch fies. Fies.